Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch mal mein neues Stream-Overlay zeigen und ich werde euch auch erklären, worauf man achten sollte, wenn man ein eigenes Stream-Overlay erstellt. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt euch gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Punkt. Und man kann ja auch im Internet natürlich sich eigene, man kann im Internet ja Stream-Overlays ganz einfach irgendwo runterladen. Wenn man einfach mal nach einem Stream-Overlay sucht und es natürlich richtig eingibt, dann findet man da ja viele verschiedene Templates, die man sich ja überall runterladen kann. Gibt es verschiedenste Websites und das passt natürlich auch alles. Also man hat ja wirklich alle möglichen verschiedenen Sachen. Allerdings ist das Problem eben halt, allein wenn man sich die ganzen ja schon anschaut, sehen die irgendwie alle relativ ähnlich aus. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man darunter Fortnite hat, dann passt das eben halt irgendwie nicht ganz so gut dazu. Und deshalb finde ich es einfach, zumindest wenn man die Zeit und die Möglichkeiten dazu hat, deutlich besser, dass man einfach das eigene Stream-Overlay erstellt, wenn man so einfach etwas Individuelles hat und nicht eben halt so das gleiche hat wie jeder andere Streamer. Gerade wenn man ein kleiner Streamer ist, hebt man sich sonst eben halt eigentlich überhaupt nicht von der Masse ab und so ein eigenes Stream-Overlay hebt einen da schon deutlich eher von der ganzen breiten Masse ab und deshalb finde ich es extrem, oder ich finde es auf jeden Fall deutlich besser, wenn man das eigene erstellt. Außerdem ist es doch auch cooler, wenn man dann am Ende nach vielleicht 5 bis 10 Stunden Arbeit das Stream-Overlay komplett fertig hat und sich dann so richtig darüber freuen kann, wenn man einfach ja alles selbst gemacht hat und eben halt nicht irgendwas nur aus dem Internet kopiert hat. Und ich zum Beispiel saß auch am Freitag, glaube ich, 5 bis 10 Stunden oder so daran und dann nochmal am Samstag weitere 3 bis 5 Stunden. Ist natürlich eine Menge Zeit, die man da rein investiert. Dafür ist es am Ende umso cooler. Deshalb finde ich es auf jeden Fall besser, wenn man eben halt dann einfach ja das Ganze mit eigenen Programmen macht und sich das Ganze selbst aussucht. Man kann sich natürlich auch irgendwelche Hilfe leisten und irgendwo auf Twitter Leute anschreiben. Da gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die so etwas machen. Muss dann natürlich häufig auch etwas bezahlen oder so. Allerdings kann man damit dann eben halt in vielen Fällen auch kein richtig selbst individuelles machen, weil natürlich viele Leute dann auch, die so etwas hauptberuflich vielleicht machen oder als Hobby machen, die erstellen dann auch im Prinzip das gleiche immer nur von der gleichen Vorlage und verändern das dann vielleicht ein bisschen. Deshalb ist das auch nicht so wirklich das Beste und deshalb finde ich auf jeden Fall selbst erstellen um einiges besser. Wenn ihr mal ein Tutorial dazu haben wollt, wie man das Ganze denn wirklich selbst erstellt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich zum Beispiel habe dafür GIMP benutzt, dann noch After Effects und ansonsten tatsächlich keine weiteren Programme eigentlich, rein für das Erstellen natürlich nur. Und das ist eigentlich wirklich relativ nice, vor allen Dingen ist es beides kostenlos. Beziehungsweise After Effects ist zumindest in den ersten 7 Tagen kostenlos, so man da auf jeden Fall die Sachen drin machen kann. Und mit GIMP kommt man da auf jeden Fall auch ganz gut weit. Man muss sich eben halt wirklich nur erst ein bisschen Zeit da reinarbeiten, aber dann hat man das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Thema und zwar, worauf sollte man denn achten, wenn man überhaupt einen Stream-Overlay erstellt? Und dazu sollte man sich überlegen, will man sich die Arbeit machen und für alles ein individuelles Stream-Overlay erstellen oder hat man vielleicht ein Hauptspiel, was man eigentlich fast durchgehend spielt, wie zum Beispiel ich Fortnite, beziehungsweise auch Stream. Und dann kann man sich eben halt entscheiden, ja, wie passt man das möglichst gut darauf an, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal reingehen in eine ganz normale Runde. Und dann sehen wir ja so ein paar Sachen, die man eventuell nicht mit einem Overlay verstecken sollte, wie zum Beispiel das Inventar, die Konditionsleiste, die Map, die Metzanzeige und all so etwas. Das ist ja jetzt nicht so praktisch, wenn man sich vorstellt, dann würde ich hier unten, wo die Konditionsleiste ist, einfach etwas drüber machen. Dann würde das ja vom Stream nicht durch das Stream-Overlay mehr Qualität geben, sondern weniger Qualität, weil es ziemlich
nervig ist, wenn man tatsächlich nicht sehen kann. Und so ist es auf jeden Fall auch bei meinem Overlay und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist so eigentlich das, was durchgehend zu sehen ist. Wie ihr seht, ist in der Mitte, also genau zwischen der Konditionsleiste und der Leiste, wo meine ganzen, also meinem Inventar. Und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Position. Es wird eben halt lediglich etwas von der IP-Leiste verdeckt. Allerdings ist das tatsächlich so ziemlich das Unwichtigste. Das einzige Problem dabei ist, dass wenn man in Replay-Mode geht, ist dann einfach das Inventar eben halt in der Mitte, wo das Stream-Overlay ist, muss ich das dann eben halt in der Zeit ausblenden. Aber ansonsten stört das wirklich eigentlich nie und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das ist auch das, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man so ein Stream-Overlay erstellt. Und ja, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Dann, was natürlich zumindest in meinen Augen auch extrem wichtig ist, dass es nicht zu überladen ist und auch nicht zu viel Platz vom gesamten Bildschirm wegnimmt. Also ihr seht ja, das geht so ungefähr auf die Höhe von der Konditionsleiste und von der Inventarleiste. Das heißt, dort, wo man so oder so jetzt nicht ganz viel sehen kann, weil dort die ganzen HUD-Symbole sind. Und dort ist ja meistens nicht viel. Dort ist ja auch hauptsächlich der Spieler dann im Bild tatsächlich, wo etwas verdeckt wird. Aber dort gehen immer keine Schüsse hin und so. Deshalb, man sieht ja auch, dass der Bereich dort unten vielleicht 10% oder so einem vom gesamten Bereich, vom gesamten Bild. Und darauf sollte man wirklich achten, dass man dann nicht am Ende nur noch 75% des Bildes sieht, weil es dann irgendwann natürlich, weil dann irgendwann natürlich das Gameplay an sich, und das ist ja eigentlich das Wichtigste im ganzen Stream, das rückt sonst irgendwann einfach zu weit in den Hintergrund. Deshalb sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man es klein hält und auch nicht zu überladen macht. Also benutzt nicht zu viele Farben. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Farben, wobei es eben halt hauptsächlich das Pinke und das Blaue ist. Und ich habe mich eben halt für die Farben entschieden, weil mein generelles Kanaldesign eigentlich ja so ein bisschen in Rot gehalten ist. Und ich fand so Rot alleine im Stream-Overlay passt nicht ganz so gut rein. Wollte ich etwas anderes nehmen und das sind ja eben halt diese klassischen Retro-Wave-Farben, die ich extrem nice finde. Und deshalb habe ich mich dafür eben halt entschieden, weil es auch etwas ähnlich tatsächlich ist zu meinem generellen Kanaldesign. Also Pink und Rot ist ja schon sehr, sehr ähnlich und ich wollte eben halt nicht irgendwie ein blaues Stream-Overlay haben, wie zum Beispiel Papa Platte, weil es eben halt gar nicht dazu passen würde. Oder irgendwie ein grünes oder gelbes, würde beides überhaupt nicht dazu passen. Deshalb habe ich mich für diese Farben entschieden. Dann natürlich mit schönen Kontrasten gearbeitet, dass man die Follower richtig sieht, dass man die Subs richtig sieht. Und ich wollte auch nicht zu viele verschiedene Sachen da einblenden, nicht zu viele Animationen haben, damit eben halt wirklich der Hauptfokus auf dem reinen Gameplay liegt. Allerdings eben halt so ein bisschen das Stream-Overlay meinen Stream von anderen Streams einfach abhebt, damit man das eben halt nicht einfach durch jedes andere Gameplay austauschen könnte. Und das ist eben halt auch so der Sinn und Zweck eigentlich von einem Stream-Overlay, dass man sich von anderen Leuten abhebt, dass man so ein bisschen Individualität einfach in den eigenen Stream reingibt. Und so finde ich, ist das auf jeden Fall ganz gut gegeben. Ich lasse mir die Follower anzeigen, die Subs natürlich erst, wenn ich überhaupt Subs freigeschaltet habe. Und dann noch ein kleines Spendenziel. Finde ich, ist auf jeden Fall ganz gut. So das Wichtigste, was man sehen muss. Die Follower und die Subs lasse ich mir übrigens über Stream-Labels anzeigen. Das ist eine App von Streamlabs, die kann man, also von Streamlabs OBS, kann man einfach runterladen. Man muss auch nicht Streamlabs OBS benutzen, also ich benutze ganz normal OBS Studio und da seid ihr auch nicht dran gebunden, aber damit kann man eben halt relativ gut sich das Ganze anzeigen lassen und ist auf jeden Fall so ganz nice. Habe eben halt dann noch einen kleinen Scrolling-Filter rübergelegt. Wie gesagt, wenn ihr dazu genauere Sachen sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich werde ich auch alle Software, die ich benutzt habe, in die Kommentare schreiben und dort natürlich Links auch hinzupacken, beziehungsweise in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr das da auch selbst auschecken. Würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Part und zwar war es das Stream-Intro, was ich auch tatsächlich extrem wichtig finde. Gibt wahrscheinlich, also viele Leute haben das tatsächlich nicht, aber für mich ist das zumindest extrem nice, weil ich dann eben den Stream schon mal am Anfang anschmeißen kann. Dann kann ich eben halt währenddessen noch die YouTube-Ankündigungen vorbereiten, die Twitter-Ankündigungen und man hat eben halt nicht einfach nur zum Beispiel den Lobby-Bildschirm, so wie ich es ja vorher immer hatte.
Dann bin ich einfach in die Lobby gegangen und dann hat man im Prinzip nur die ganz normale Lobby gesehen. Das war eben mal nicht so extrem nice und so ein richtiger Bildschirm ist ja auf jeden Fall um einiges besser. Also normalerweise war es dann eben halt immer so ohne das Streaming-Overlay dann und das hatte man eben halt am Anfang gesehen. Und so kann man eben halt erstmal ein paar Zuschauer sammeln, bis dann eben halt alle eingetroffen sind, bis man alles genau vorbereitet hat, bis man vielleicht dann nochmal den Titel angepasst hat. Und dann kann man eben halt noch ein paar Sachen sehen, wie zum Beispiel alle Social-Media-Kanäle, alle monatlichen Top-Donator, wöchentliche Top-Donator, natürlich das ganz normale Stream-Overlay und dann, dass man auch noch die Nachricht hat, dass es gleich losgeht und dass man sich nicht nur denkt, hat er jetzt vielleicht aus Versehen nur den Stream gestartet oder so. Ist auf jeden Fall auch extrem nice, zumindest finde ich, dass es extrem nice ist. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze natürlich findet. Und dann etwas relativ ähnliches ist dann noch der Wartenbildschirm bzw. die Wartenszene. Und das ist einfach die Szene, wenn ich kurz mal weg bin, wenn ich kurz auf Toilette gehe, wenn irgendwie das Game lädt, weil man zum Beispiel irgendwas casten will, wenn man jetzt beispielsweise hier FNCS Invitational anschauen will, dann dauert das ja immer, bis die nächste Runde startet, beziehungsweise um in die nächste Runde reinzugehen, muss man das Ganze ja erstmal restarten und in solchen Momenten ist es immer doof, weil man sonst eben einfach nur einen Blackscreen hätte und da ist auf jeden Fall so eine Screen sehr, sehr nice. Ist im Prinzip tatsächlich genau das gleiche wie der Intro-Bildschirm, nur eben halt mit einem anderen Text drauf, ist aber auch auf jeden Fall extrem nice und das sind soweit eigentlich die hauptsächlichen Elemente des reinen Stream-Overlays. Natürlich habt ihr auch schon bemerkt, wenn ich mal zwischen irgendwelchen Szenen rumwechsel, dann seht ihr, dass da Transitions sind, also Übergänge. Das Ganze nennt sich Singer-Transition. Und normalerweise hat man ja in OBS immer nur eine klassische Überblende, wo dann das eine Bild bzw. die eine Szene einfach die andere überblendet und das ist eben halt irgendwie jetzt nicht so special und gerade solche Singer-Transitions in Videos sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Man muss das dann nicht irgendwie nochmal nachträglich machen, sondern hat das dann eben halt, wenn ich euch zum Beispiel wieder irgendwelche Bilder zeigen will, kann ich einfach auf die Szene mit Bildern wechseln, ist jetzt natürlich nichts angezeigt, aber normalerweise müsste da dann eben halt, wenn ich etwas ausgewählt habe, das angezeigt werden und so ist es auf jeden Fall ganz nice, dass man dort eben halt so eine kurze Überblendung hat und eben halt dann nicht einfach, dass man einfach so ein bisschen mehr Qualität hat durch eine kurze, ich glaube die Animation müsste so ungefähr 2 Sekunden lang sein. Sie darf eben halt definitiv nicht zu lang sein, also es sollte nur eine kurze Überblendung sein, bis dann eben halt die andere Szene geladen wird, weil die Szenen brauchen immer so einen ganz, ganz kurzen Moment, bis sie tatsächlich geladen sind. Deshalb kann man auch einfach nicht nur einen Schnitt setzen, weil sonst erstmal die eine Szene gebe, dann gibt es vielleicht kurz einen Blackscreen und dann käme erst die andere Szene und so ist es auf jeden Fall um einiges besser. Und das Ganze habe ich eben mit After Effects erstellt. Wie gesagt, für After Effects hat man 7 Tage kostenlose Testphase, wo man tatsächlich das Ganze komplett usen kann. Man hat keine Einschränkungen derzeit und man schafft eben halt so eine Singer-Transition locker an einem Tag. Also ich habe dafür, wie gesagt, 3 bis 5 Stunden gebraucht und ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also man muss das nicht kaufen, kostet ja sonst normalerweise, glaube ich, 20 Euro pro Monat. Allein wenn man Student ist, wenn man später kein Student, kein Schüler mehr ist, dann kostet das eben halt, glaube ich, 60 Euro pro Monat oder so. Und eben halt gerade wenn man jetzt nicht mehr Student ist, nicht mehr Schüler ist, dann kann man eben halt einfach die 7 Tage kostenlose Probeversion nehmen und kann da dort dann eben halt auch alles machen. Und so eine Singer-Transition, die muss man ja nicht einmal im Monat wieder neu machen, sondern das hat man dann für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für 2 Jahre auch eventuell und das hält so auf jeden Fall extrem lange und finde ich ist auch eine extrem nice Sache. Dann kommen wir nochmal zu einem weiteren Thema und diesmal hat das tatsächlich nichts mit dem reinen Stream-Overlay zu tun, sondern tatsächlich mit dem Kanaldesign und dazu hatte ich ja ein ganz, ganz altes Kanalbanner, was überhaupt so gar nicht zum anderen passte. Deshalb habe ich das auch nochmal angepasst. Hier natürlich alle meine Social-Media-Kanäle verlinkt, was man auf jeden Fall immer im Kanalbanner machen sollte. Worauf man auch achten sollte, dass das auf Handy, auf PC, auf Fernsehen gut aussieht. Also auf Fernsehen hat man im Prinzip einfach ein größeres Bild. Hier unter täglich 2 Videos steht dann auch noch ein weiterer Text, der allerdings nicht so relevant ist, weshalb man den auf PC nicht unbedingt sehen muss. Dann beispielsweise auf Handy
ist, glaube ich, hier das Profilbild, weshalb ich dort eben halt auch nichts hatte, beziehungsweise nichts habe. Und dann ist eben halt beispielsweise auf Handy auch hier Schluss mit dem Kanalbanner. Also es geht nur bis hier und bis hier. Deshalb habe ich die beiden Sachen eben halt auch so, dass es nicht irgendwie komisch aussieht. Und alle wichtigen Details, also zum Beispiel Social Media Kanäle, dann hier einmal, worum geht es überhaupt auf dem Kanal, dann wie häufig kommen Videos, ist eben halt alles in dem Bereich, was auf jeden Fall auf jeder einzelnen Plattform angesehen werden kann. Das ist eben halt extrem wichtig. Und das gleiche habe ich natürlich auch nochmal auf Twitch gemacht. Wenn wir da einfach mal auf meinen Kanal schauen, dann sehen wir dort auch, dass ich das Ganze geupdatet habe. Und zwar ist das jetzt auch so ein Overlay hier. Und dort sieht man dann auch hier, ich bin gerade nicht live, komme später wieder für weitere Streams. Dass man weiß, hier ist gerade niemand live, aber dass es eben halt ansprechend wirkt. Hier natürlich auch wieder alle Social Media Kanäle verlinkt, was auch extrem gut ist. Und ich finde, so etwas macht einfach deutlich mehr aus dem Stream her. Und finde ich, gibt auf jeden Fall ordentlich Qualität dazu. Und das sind so eigentlich die wichtigsten Elemente, die man in einem Stream-Overlay haben sollte. Natürlich, wenn man eine Facecam hat, kann man auch das Ähnliche, was ich jetzt unten in der Mitte des Bildes habe, nochmal um die Facecam, um die Handcam rummachen. Und wenn ich irgendwann mal eine Facecam oder Handcam hätte, würde ich das natürlich genauso machen. Allerdings, da ich zurzeit nichts habe, habe ich da auch noch nichts erstellt. Und man sollte dann eben halt wirklich einfach alles in einem Stil haben. Und ich finde, es macht einfach deutlich mehr her, gibt dem Stream um einiges mehr Qualität. Und schreibt mir gerne mal euer Feedback zu meinem Streaming-Overlay in die Kommentare. Schreibt rein, was ihr auch wichtig an einem Streaming-Overlay findet. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.